und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start. Hashtag ich helfe dir, eine starke Stimme zu bekommen, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Yeah, yeah. Ja, okay, das war ein bisschen unnötig jetzt, deswegen lass uns auch direkt ins Video gehen. Du bist neu auf meinem Kanal und du hast noch nicht abonniert. Das ist wirklich schade. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du jetzt ein Abonnement hinterlässt. Und natürlich auch ein Like. Und natürlich am besten auch alle anderen Videos schaust. Weil sonst macht es ja keinen Sinn, weißt du. Sonst ist ja auch irgendwie... Ja. Beautiful. Okay, aber mal bis hierhin. Eigentlich ist das echt, also ich habe echt ein cooles Video gerade getroffen. Also folgendes, sehr, sehr schön, also sehr, sehr schön ausgesungen, ne? Sehr melodisch auch vor allem und sehr leicht, aber irgendwie auch luftig und don't be that way. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Da ist ja so wenig Krafteinsatz dahinter, ne? Also das ist wirklich stilistisch wo ganz anders. So ein bisschen Richtung Lana Del Rey fast, weil dort nicht so viel Kraftaufwand hinter ist, hinter dem, was sie jetzt benutzt und macht, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie Moana oder Speechless, Naomi Scott, sondern es ist wirklich da. Und auch ein bisschen langgezogen in einigen Passagen, also ein bisschen mehr da, ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Und ein bisschen auch mit einem höheren Kehlkopf, ganz leicht, also ein bisschen in dieses Süßliche, mit einem gewissen Tilt auch. That you wish you could. They trying to kill me up in this bitch. If teardrops could be bottled, there'd be swimming pools filled by models. So the tightness is what makes you a whore. If I love was a promise, would you break it? If you're honest, tell the mirror what you know she's heard before. Ja, also sehr schön. Auch dort jetzt ein bisschen mehr Kraft aufgewendet. Ein bisschen mehr Kraftaufwand. Ein bisschen besseren Vocal Closure hier. Und auch diese Akzente, die sie da mit der Kopfstimme setzen, sehr, sehr schön. Also manchmal musst du gucken, dass du eben doch die Kopfstimme benutzt. Und ich weiß, wie unangenehm es vielen ist. Und gerade hier im Studio ist ein großes Thema, viele, viele Jahre. Aber du siehst, wie schön sie diese Akzente mit der Kopfstimme da einbaut. Ne? Und es macht durchaus Sinn, eben zu wechseln zwischen diesen zwei Registern, anstatt da jetzt deine Bruststimme da durchzudrücken. Das, ne? Good. Sie, witzigerweise ist ihre Sprechstimme ja deutlich tiefer als ihre Gesangsstimme, ne? Also sie ist durchaus Mezzo, aber vom so wie sie spricht, klingt es doch ein bisschen tiefer, ne? Aber sie weiß auch, wie sie da die Akzente stilistisch und dynamisch auch setzt, ne? Also jetzt hat sie einen schönen Abgang gemacht, indem sie das Ganze mit mehr Luft abgerundet hat. Und das macht Sinn und das gibt den Ganzen auch eben halt diese Stilistik, diese Dynamik auf die Ohren, so, ne? It's getting cold. Das war ein Riff jetzt hier. It's getting old. Was I made from a broken. Ganz toll in die Kopfstimme übergegangen, ohne Bruch.
schöner Vibrato. If teardrops could be bottled, there'd be swimming pools filled by models. For the tide dress is what makes you a whore. If I love you was a promise, what should be the riffs all, no? If you're honest, tell the mirror what you know she's heard. Genau, also was ich auch noch sagen wollte, was ich gerade fünfmal schon gesagt habe, ist eben halt diese Riffs, ne? Und das ist auch etwas, was sich absetzt, Leute. Ne? Selbst sie singt das Studio-Cover anders live wieder, ne? Und sie macht es kreativer und es ist auch immer stimmungsabhängig, ne? Und es ist gut als Sänger und Sängerin, dass du eben eine Palette an verschiedenen Facetten anbieten kannst. Live singen kann, ne? Muss man auch mal dazu sagen, weil es einfach zu viele mittlerweile Popkünstler gibt, wirklich wie Sand am Meer, die leider überhaupt nicht singen können. Und die Fans sind immer, verzeihen das immer, die Fans sind immer nachgiebig, verzeihen das, aber eigentlich ist es wirklich wichtig, dass der Künstler, wo man jetzt zum Konzert hingeht, auch live singt. Ne? Also zum Beispiel Britney Spears, nichts gegen Britney Spears, bin ich auch mal selber aufgewachsen, aber heute denke ich mir, also ich würde heute kein Las Vegas Ticket für 200 Tacken kaufen, wenn die Person irgendwie von 10 Titeln 9 Playback singt. Und das finde ich nicht gut. Also das ist mir dann, also dann gehe ich lieber zu einer Lady Gaga. Die finde ich ja sowieso klasse, ne? Aber es hat sich verändert, Leute, es ist anders. Und ich finde es schade mit diesem ganzen Reverb. Und jeder kann mittlerweile singen und jeder kann mittlerweile rappen. Und es ist halt aber eben doch nicht, technisch eben nichts, ne? Okay, meine Lieben, der Akku geht gleich leer. Oh Gott, wir sind doch perfect on time. Abonnement, like, bitte schaut jetzt diese nachfolgenden Videos. Das wäre so, boah, bitte. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen und ich sehe euch in meinem nächsten.